Von oben sieht Europa aus wie ein großes Feld. Alles grün und man sieht gar keine Grenzen. Unser Hof liegt da irgendwo mittendrin in Europa. Ich habe das alles noch erlebt. Das Warten an der Grenze, die Passkontrollen am Flughafen. Meine Kinder werden solche Grenzen nie erleben. Das ist alles Vergangenheit. Und das ist auch gut so. Früher war alles besser. Das ist Unsinn. Wir haben Aufträge, wir sind gut beschäftigt und wir verdienen damit unser Geld. Mein Opa kam vor 50 Jahren aus Italien nach Deutschland. Mein Beruf ist Karosseriebauerin. Autos bauen, das können wir in Deutschland wirklich gut. Nur die Pasta, die ist besser in Italien. Also ich bin ja Architekt und ich weiß, wie kompliziert der Bau von Häusern ist. Europa ist noch viel komplizierter. 28 Nationen und jeder will eine andere Wandfarbe. Dafür läuft es doch eigentlich ganz gut mit Europa. Maggie, das ist meine Enkelin. Sie studiert jetzt in Wien. Europa ist doch mehr als nur offene Grenzen. Europa ist Meinungsfreiheit, Sicherheit, Menschenrechte. Toll, welche Möglichkeiten die Jugend heute hat. Ich bin stolz, denn unsere Milch trinken auch die Holländer. Spanien, Frankreich, Europa ist ein großer Markt und dieser Markt tut uns gut. Für viele Länder in Europa sind wir Vorbild. Und so sollten wir uns auch verhalten. Die wichtigen Dinge erreicht man nur gemeinsam. Deshalb ist Europa gut für unser Land. Gemeinsam erfolgreich in Europa. Gehen Sie wählen bei der Europawahl am 25. Mai. CDU.